Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rival Stars Horse Racing. Ich habe gerade ein bisschen Geld ausgegeben, weil ich schon auf dem Markt gewesen bin, habe da ein paar Sachen eingekauft. Und ich habe mir für die heutige Folge mal überlegt, dass wir heute mal in den Stall gehen und zum Anpassen. Und zwar möchte ich gerne die beiden Stufe 5 Pferde mit Ausrüstung ausstatten. Und das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Das würde ich heute gerne mit euch gemeinsam machen. Ist mal was anderes. Ich war auch leider nicht fleißig. Ich wollte im Off ja noch ein bisschen weiter leveln und dies und jenes und überhaupt, damit wir endlich Prestige 10 erreichen. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert, leider. Denn unser Ziel, für Prestige 10 ist, dass wir die Pferde auf jeweils Level 21 trainieren müssen. Das hat so semi-mäßig funktioniert, weil, wie gesagt, ich hatte leider keine Zeit groß zum Spielen im Off. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, aber was soll's. Wir fangen einfach mal an. Wir holen hier die Einkünfte ab. Da haben wir wieder ein tägliches Ziel erreicht. So. Und da müssten wir noch 60 beliebige Objekte gewinnen. Das werden wir heute nicht machen. Das versuche ich heute dann noch im Off. Hust. ja. Damit wir, wie gesagt, das nächste Prestige-Level erreichen. So, dann gucken wir uns mal die neuen Fähigkeiten an. Gucken, ob da irgendwer noch nichts hat. Nö, sind eigentlich alle ausgestattet. Okay. So, dann gehen wir mal in die Anpassung rein. Das ist Raven Dance. Der kriegt nix. Lizard Behavior. So, da haben wir sie, die kleine Maus. Wir fangen mal mit der Satteldecke. So. Geld genug haben wir ja eigentlich. Kommen noch. Das finde ich genial. Das ist schon schick. Also mit den. Oder die mit den Herzen. Oh mein. 3 Millionen. Herr Schwede. Auch sehr hübsch. Das. Die ist auch schick. Wow, die gefällt mir. Kostet auch nur 3 Millionen. Hey, da kommen wir bestimmt irgendwann mal hin. Ja, Prestige 15. Da haben wir noch einen sehr weiten. Wir gucken mal, was wir draufnehmen können. Wir hätten. Schade, dass man das Pferd jetzt nicht so drehen kann. Das wäre natürlich voll cool. Also einfache Farben wäre jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Ansonsten fände ich sowas noch in Ordnung. Ja. Das ist mehr so das Normale. Die ist auch echt schick, ne? Also ich finde diese anders. Ja, die. Die finde ich schon interessanter als die normalen, muss ich sagen. Ah, ja. Eine von den beiden. Eine von den beiden. Uff. Bin ja nicht so ein Rot-Fan, muss ich sagen. Ich finde die eigentlich toll. Obwohl die meiner Meinung nach von der Farbe natürlich besser zu ihr passen würde, weil es ein bisschen dunkler ist. Uff, ich habe keine Ahnung. Uiuiui. Ich weiß es nicht, Leute. Also ich mag beide sehr. Ich weiß aber jetzt nicht, welche ich von den beiden nehmen soll.
Aber die hat es mir irgendwie mehr angetan. Also, ich möchte die gerne auch. Also, ich möchte irgendwann vielleicht mal alle kaufen. Aber, nein, ich stehe eher auf. Ich weiß nicht, ich mag die gerade total. Und, würde die erstmal kaufen. So, dann kommen wir mal zum Sattel. Ja, da passt natürlich der rote Sattel dazu, das ist klar. Der helle ist natürlich auch echt schick, ne? Schon schicke Sättel. Oh. Der ist ja Hammer. Oh mein Gott, ist der schön. Der ist der. Oh mein. Der auch. Ich weiß. Das wäre jetzt der richtige Sattel zu dieser Decke. Wobei ich den hellen natürlich auch cool finde, weil er halt auch das Rot hat von der anderen Decke. Also. Aber ich denke, man sollte dann schon die beiden zusammennehmen. Scheuklappen möchte ich nicht. Da bin ich strikt dagegen. Oh, das sieht schon fetzig aus, ne? Ich glaube, das ist das Richtige dazu, oder? Das wäre, ich glaube, das ist. Nee. Ich glaube, das. Man könnte das natürlich auch nehmen. Ich glaube, das ist das Richtige. Sieht anders aus. Und das kaufe ich auch so. Geben wir mal ein bisschen mehr Geld aus. Das ist aber nicht schlimm. So. Dann für unseren Hengst. Da fangen wir mal wieder mit der Satteldecke an. Da muss ich natürlich was anderes nehmen, weil. Nope. Das geht never ever. Die ist natürlich auch sehr schick. Hätte die gerne. Die würde super zu seiner Farbe passen, finde ich. Die würde echt mega passen. Aber ich mag halt diese Formen hier. Aber. Ah, ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht so. Ich möchte ihm jetzt aber auch keine ups normale Decke irgendwie aufpacken. Das Grüne wird auch super zu ihm passen, finde ich. Das Grüne wäre auch schon schick. Das ist die. Nee, das ist zu hell. Das, ich. Nee, ich finde, das passt irgendwie. Also das Grüne finde ich schon passt zu ihm. Das dann der Sattel dazu? Ja, ne? Das wäre, glaube ich, der Sattel dazu. Könnten natürlich auch ein. Ist natürlich auch schick. Der wird, glaube ich. Ah, der wird irgendwie besser passen, finde ich. Da hier. Sieht schon schick aus bei ihm. Scheuklappen möchte ich keine.
so hell. Gucke gerade. Schade, wie gesagt, dass man das Pferd nicht. Ist das? Also, die passt definitiv zum Sattel. Ich glaube, die nehmen wir mal, ne? Okay. Es ist echt nicht so einfach. Oh. Würde zur Not auch noch funktionieren. Aber ich finde, dass die besser passt. Gut, dann geben wir noch mal sehr viel Geld aus. Aber wir haben zwei Pferde, sehr schick. Würde ich mal behaupten, definitiv. Eingedeckt, ausgerüstet. Ich finde, zu ihr passt das. Es ist vielleicht im ersten Moment sehr erschlagend, aber ich finde, dass das echt bei ihr passt. Ich finde das einfach super süß. Dieses Helle ist total. Ah. Die Ablösung. Und zu ihm passt einfach das, weil er auch diese, ne, braune Mähne und alles hat, finde ich super. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Okay, was haben wir denn noch Neues auf dem Markt? Glaube, hier brauche ich erstmal gar nichts. Wie gesagt, trainieren können wir ja leider nicht. Nee. Es geht. Also geht schon, aber ich muss halt die beiden Pferde eben trainieren. Ich würde aber sagen, wir gehen dann mal ein Rennen. So, nehmen wir mal dieses hier. Lizard Behavior. Ja. Break Dusk. Wir nehmen sie einfach mal. So, sind auf jeden Fall der Favorit. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück zu platzieren und dann wollen wir mal. Wir müssen natürlich unseren Jockey dann auch noch mal ausrüsten, weil beziehungsweise etwas ändern, weil das passt jetzt nicht mehr so ganz. Aber es ist nicht schlimm. It's race on here at Sewell Meadows. A great start for the favorites. Astronaut's Jazz is also in the firing line. At the 700, it's Astronaut's Jazz. Er sieht schon schick aus mit dem roten, finde ich. Also. Ja, ich finde, das steht hier einfach. Astronaut's Jazz in second just has a margin over Complex Change. Head and head with Sorry Change. Wie gesagt, ein Jockey müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausrüsten. Und das kann man ja nebenbei noch in der nächsten Folge machen. Ja, locker. Hat sie locker. Sehr schön. Ja, haben wir richtig getippt. Hat sie gut gemacht. Ich finde, das sieht einfach schick bei ihr aus. Andere würden jetzt sagen, oh mein Gott, aber nicht zur braunen Farbe, das rote. Ich finde schick. Ich stehe dazu, was ich ausgesucht habe. So, und direkt Level 10 ist die kleine Maus. Da haben wir ja dann nicht mehr allzu viel zu tun. Hust. Okay, ihr Süßen, dann würde ich sagen, war es das aber für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Solltet ihr vielleicht noch andere Vorschläge haben, was die Ausrüstung angeht, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mir gerne ein Abo da für den Kanal, ein Like fürs Video und kommentiert ganz fleißig. Das würde mich sehr, sehr freuen. Feedback ist immer gerne gesehen und auch konstruktive Kritik nehme ich mir sehr zu Herzen.
Okay, lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Rival Stars Horse Racing. Und bis dahin sage ich ciao, ciao.